Sehr hell, sehr freundlich, sehr einladend, also wie man sich eigentlich vorstellt, den Eingang in ein Krankenhaus. Man sieht auch schon Strukturen, wo das Café hinkommt, wo die Apotheke hinkommt, wo der Eingangstresen hinkommt, wie man sich in der Magistrale selber bewegen kann. Also hier warten dann ja die Patienten, hier spielen die Kinder, hier ist die Anmeldung dabei und trotzdem hat man Licht von oben mit natürlichem Licht. Das wird, glaube ich, wirklich sehr schön. Hier war das Ziel, bei diesen 20 zentralen OPs, die alle am Licht zu bauen, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Früher wurden OPs auch häufig unten im Keller gebaut und da war klar, dass man nie Tageslicht bekommt. Und das ist schon schlimm nach einem Tag, wenn man gar nicht weiß, wie das Wetter war, wie es was sich draußen entwickelt hat. Und ich glaube, wenn man sich hier umkommt, sieht man, dass es wirklich gelungen ist. Es gibt immer einen Vorraum zum OP, dann gibt es den OP selber. Es gibt wirklich überall Licht und alle 20 OP-Säle sind am Licht gebaut. Wir sind ja in einem guten Zwischenstadium jetzt hier. Ich wäre noch glücklicher, wir würden eröffnen. Aber man sieht ja, glaube ich, an der äußeren Hülle, da sind wir schon ziemlich weit. Und wenn man durch das Gebäude geht, sieht man, das ist kein einfaches Einfamilienhaus, was wir hier bauen, sondern wir bauen da ganz viel Technik rein. Und wir haben uns ja viel Mühe gegeben, mit vielen Leuten zu sprechen in der Frage, wie entwickelt sich die Medizin in der Zukunft und welche Gebäudestruktur braucht man dafür. Und wir hoffen, wir haben die richtige Antwort dafür gefunden. Thank you.